Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Immer noch North Carolina Season 12 und wir befinden uns in der Pineline Bay und machen Wasserüberwachung. Das letzte Mal hatten wir damit angefangen. So, verladen. Das letzte Mal hatten wir damit angefangen und werden uns jetzt in der Folge den nächsten zwei hier Bojen widmen. Die müssen wir einmal komplett rübernehmen. Wir können die zweite Boje hier jetzt nicht richtig verladen. Die können wir nicht richtig verladen, aber die nehmen wir mit. Die drehen wir auch schon mal rum. Weil ich glaube, dann geht das besser. Oh Gott, dauert das lange. Man kann ja, wenn man E, also jetzt hier Tastatur E und Q drückt, dann kann man hier Fracht drehen. Das geht immer so fürchterlich langsam. Ich finde immer, das könnte eigentlich ein bisschen schneller. Es dürfte ruhig ein bisschen schneller gehen. Kriegen wir das? Da. Naja, irgendwie so. Ich, keine Ahnung. Wir lassen das so. Winde? Nee, es reicht noch nicht. So, Reise dorthin, das machen wir natürlich. So, muss ich mal was trinken. Okay, wunderbar. Das haben wir fertig. Welche nehmen wir jetzt zuerst? Wir nehmen die geradeaus zuerst. Und die Boje, die schmeißen wir jetzt hier gleich runter. Die nehmen wir nicht mit, weil ich sehe schon, die wird uns runterfallen. Und das brauche ich nicht. Also sonst müssen wir das alles wieder. Wie soll ich sagen? Aufgabeln. Oh, der ist so schwach, der Kran. Verladen müssen wir nichts, nur lediglich den Kran wiederherstellen. Und wir müssen einmal ganz kurz planen, wie kommen wir hier hin? Ah, guck mal, da gibt es einen Weg. Na, easy. Hier. Da. Oder? Ja, gibt keine weitere Abzweigung. Easy, easy. Das machen wir. So, dann. Ich habe in der letzten Folge. Moment. Ich habe in der letzten Folge ja schon ein kleines bisschen kurz angekündigt, dass ich. Dass es bald ein kleines Gewinnspiel geben wird. Ich hoffe, das funktioniert alles so wie angedacht und wie mir versprochen wurde. Denn, ich sage aber nicht welches Spiel. Denn ich habe Early Access direkt von dem Publisher, glaube ich.
ist es. Es ist nicht das Developer-Studio selbst, sondern ein Publisher für ein City-Builder-Spiel oder City-Builder-ähnliches Spiel bekommen. Und wie wir das auch schon bei Dorfromantik gemacht haben, so würde ich das im Grunde gerne wieder machen. Also, ich habe den Early Access bekommen. Ich darf das jetzt noch nicht publizieren. Ich habe auch selbst noch nicht reingespielt. Ich werde mir das jetzt einmal anschauen, ob das etwas für mich ist, das Spiel. Ich habe mir schon YouTube-Videos dazu angeschaut. Es gab nämlich schon mal eine Demo. Und ganz wichtig ist, wenn die Keys, das muss ich noch abklären, da warte ich noch auf Reaktion von dem Publisher, an den ich die E-Mail geschickt habe, dass das dann Keys für Vollversionen sind. Weil manchmal sind die ein bisschen tricky, dann sagen die, ja, hier hast du Keys, hier hast du Keys und was kriegst du für Keys? Du kriegst Keys für Demo, die du dir quasi auch kostenlos runterladen kannst, ja. Und das ist dann immer, wo ich sage, ey komm, jetzt wird's albern. Das muss ich also nochmal sicher abklären, dass auch die Keys wirkliche Vollversionen sind. Aber die E-Mail ist erst gestern war Montag, genau. Gestern ist die erst bei mir eingetrudelt. Und ich check das also. Guck mal, ob ich mit dem Spiel warm werde und dann, das sage ich auch nur hier in der eigentlichen Spiel, wenn wir es machen, werde ich das natürlich nicht sagen, weil hauptsächlich ist es mir wichtig, vielleicht passt mir das Spiel ja nicht, aber jemanden von euch und dann kann ich euch einen Key schenken und wenn ich euch einen Key schenken kann, ich weiß auch noch nicht mal, wie viele, ob das wieder 5 Stück sind oder 10 oder auch nur 2 oder so, ich habe keine Ahnung. Dann finde ich, das ist eine coole Sache und dann kann man da mal 10 Folgen von machen. Ich werde natürlich ehrlich sagen, in dem Video, auch wie bei Dorfromantik, dass das gesponsert ist, etc. pp. Also die Keys gesponsert sind, dass die nicht von mir gekauft sind. Und so, das haben wir. Und genau, also deswegen glaube ich, ist das eine coole Sache. Ihr habt was davon und ich habe natürlich im Grunde auch was davon. Ne? Allein schon die Tatsache, dass es natürlich, wenn man irgendwo schreibt, hey, kostenlose Key zu gewinnen, dass dann schon auch die Leute das sich eher angucken und dann ist das irgendwie so eine Win-Win-Situation und es wird natürlich auch nicht sein, einfach die erste Folge, die ersten 5 Minuten, hier habt ihr die Keys, das ist natürlich auch klar, aber muss ja auch niemand sich anschauen, wenn er sagt, nö, dann habe ich da keinen Bock drauf, alles cool, dann kann er das halten wie ein Dachdecker, wenn er das anders möchte, derjenige. Total fair, überhaupt kein Problem. Aber, wie gesagt, ich darf es jetzt noch gar nicht publizieren. Das heißt, es wird noch ungefähr 2 Wochen dauern, bis das überhaupt ich das veröffentlichen darf. Ich darf aber jetzt schon aufnehmen und testen. Das heißt, ich glaube, ich werde... ich weiß noch nicht, weil eigentlich gefällt es mir immer am allerbesten, wenn ich das live mit euch zusammen mache, den Ersteindruck. Weil das war mir ja schon mal passiert, dass ich einen Ersteindruck aufgenommen habe von irgendeinem anderen Spiel, ich weiß nicht mehr welches, und dann hatte irgendwie der Ton total gefehlt und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt mache ich es komplett nochmal neu und dann, ja, das ist dann nicht so ganz so authentisch, weil man sagt, hey, cool, weil man, also, ne, das muss man dann auch sagen, man hat das so im Kopf und denkt dann, das war eigentlich voll cool, da habe ich mich gefreut und dann tut man das auch so wieder nach. Ich will jetzt nicht nachspielen sagen, aber dann sagt man so, ja, das ist doch, das ist richtig cool und so. Und dann denkt man sich, es ist halt eigentlich nicht gerade ehrlich, was ich gerade empfinde, aber es war halt die Empfindung vor 3 Stunden oder so, ja. Und, genau, und deswegen, glaube ich, nehme ich euch da gleich lieber mit, als dass ich, mal so 1-2 Stunden irgendwie zocke oder sowas. Also meistens mache ich es so, dass ich es dann irgendwie mal 10 Minuten anspiele. Und wenn ich nach 10 Minuten das Gefühl habe, okay, es interessiert mich, würde ich gerne weiterspielen, dann mache ich das Let's Play
beginne ich dann richtig und das ist dann auch für mich das erste Mal, weil nach 10 Minuten hat man jetzt noch ja, nicht viel bei solchen Spielen gesehen. Genau. Und ja, dementsprechend könnt ihr natürlich sehr gerne, falls ihr das noch nicht habt, ein Abo dalassen. Dann werdet ihr und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert, sobald ja, das erste Video dazu rauskommt. Ich kann euch auch gerade nicht sagen, an welchem Datum genau. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so relevant. Einfach abonnieren, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich es an diesem Datum dann auch schaffen werde. Das, wie die Planung ist, ich weiß nicht mal, welcher Wochentag das ist. Genau. Und dann werden mal wieder so 10 Folgen gemacht und dann ist auch vielleicht wieder gut, ne? Mal gucken. Vielleicht wird es auch wieder wie Timberborn, was echt viel Spaß gemacht hat. Das ist also auch ja so eine Form von... Moment. Eieiei. Eine Form von City Builder. Ja, so würde ich das jetzt mal grob sagen. Aber ansonsten weiß ich überhaupt nichts über dieses Spiel. Und will deswegen jetzt auch gar nichts verraten. Dürft ihr euch überraschen lassen. Und vielleicht ist es ja was für euch. Also. So, das war die News. Diesbezüglich. Weswegen auch es, weil ich das letzte Mal über Expeditions gesprochen habe, ne? Das rührt so ein ganz kleines bisschen damit rein. Wo es eben... Wo ich eben überlegen muss, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Aber das soll jetzt auch gar nicht mehr weiter Thema sein. Über den Kran ärgere ich mich. Der ist echt schrotti. Der ist wirklich schrotti. Also ich meine, guck mal, dass wir mit dem Kran quasi nicht mal auf den ersten Slot von einem Anhänger kommen. Das ist doch schon, das ist schon eine schwache Nummer, oder? Also wir haben was gefunden, was ich an dem 612er nicht so toll finde. Ich bin mir sicher, dass das nicht reicht. Gut. Reicht. Umso besser. Ich bin gerne falsch. Ich lieg gerne falsch. Aber perfekt, dann kriegen wir die Mission in dieser Folge fertig. Das ist sehr, sehr gut. Also 7 Minuten, wenn jetzt nicht ein totales Unglück passiert, dann sollte das eigentlich machbar sein. Und dann läuft es, dann kriegen wir das hin. Ach so, genau, dann habe ich noch ein Thema. Vielen Dank an ein sehr treues Community-Mitglied hier. Du weißt, wenn ich von dir spreche. Oder derjenige weiß, wenn ich von ihm spreche. Es wurde die Frage gestellt, wie sieht es jetzt eigentlich mit LS 25 aus? Also mit LS Landwirtschaftssimulator. Wird vielleicht jetzt nur so die Hälfte von euch interessieren. Aber die Frage war, was glaubst du, gibt es dieses Jahr einen neuen Landwirtschaftssimulator? Ich muss es jetzt gerade aus dem Kopf machen. Ich habe mir die Frage nicht aufgeschrieben gehabt. Wenn ja, wirst du spielen, wirst du auf der FarmCon sein, die jetzt demnächst ansteht. Also machen wir es, fangen wir erstmal an. FarmCon, nein, werde ich nicht sein. Also das ist für mich wirklich am absolut anderen Ende von Deutschland. Da werde ich garantiert nicht hinfahren, weil das mir einfach viel zu weit weg ist, viel zu teuer ist. Eine Bahnfahrt. Wenn ich sie jetzt bestelle, keine Ahnung, kostet mich 200 Euro oder sowas, ne? 200, 300 Euro. Und dann bräuchte ich dort noch ein Hotelzimmer. Das ist gerade überhaupt nicht drin. No way.
einen Ausflug mit der Family, das war mal eine kurze Überlegung. Aber ist eine schöne Gegend. Ziemlich in der Nähe davon war die, das hatte ich ja auch erzählt gehabt, war die Beerdigung von meinem Opa gewesen vor ein paar Monaten. Und ist eine wirklich schöne Gegend. Kann man hinfahren, kann man sich angucken. Aber ja. Also sollte, sagen wir es mal so, nein, ich werde nicht hinfahren. Sollte es sich ändern, sollte es sich doch ändern, dann würde ich auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid sagen. Und dann, ich sag mal, sagen wir es mal so, wenn ihr mich da sehen würdet, dann dürftet ihr auch sehr, sehr gerne mich ansprechen und sowas. Und dann würde ich mir vielleicht auf ein T-Shirt drucken oder so, wo Finals Farming oder so draufsteht, keine Ahnung. Das, also es wäre natürlich eine tolle Sache. Wobei halt die meisten Zuschauer hier von SnowRunner, ich glaube, nicht ganz so die Landwirtschaftssimulatoren-Fans sind. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es ist schon ein anderes Klientel. Es hat Überschneidungen, aber es ist ein anderes Klientel. Und ich denke, dass dort eher nur wenigere Leute auch auf der FarmCon sein werden. Und ich glaube, die FarmCon kostet ja selbst auch nochmal Geld. Ja. Aber kommen wir zu der Frage, ob ich glaube, dass der LS25 dieses Jahr rauskommt. Sagen wir es mal andersrum. Oder ich mache mir noch die andere Frage, weil die auch viel kürzer ist. Sollte er rauskommen, werde ich auf jeden Fall spielen. Und diesmal werde ich es nicht... Es wird nicht so laufen wie beim letzten Mal beim 22er. Auf keinen Fall. Also, beim 22er war es ja, es war ja ein absolutes Desaster. Und ich ärgere mich und ich würde diese Chance nutzen, um mich nicht wieder zu ärgern. Nicht nur, dass ich dann verpasst habe, sondern mich auch so gestresst habe damals. Ne, dass ich da so abliefern müsste und dann schnell und dann haben es wieder eine Woche vorher die anderen Leute und ja, nö, ist mir, das wäre mir dann alles vollkommen egal, weil dann wüsste ich, okay, für die nächsten 3 Jahre habe ich wieder was zu tun, ja, weil es scheinbar haben sie ja jetzt den Zyklus ein bisschen verlängert, was ja auch vollkommen okay ist und sollte das rauskommen. Ob ich glaube, ob es rauskommt oder nicht. Als allererstes muss ich sagen, ich bin natürlich nicht mehr so tief in dem Thema drinne. Und das Allerwichtigste ist, es ist eigentlich vollkommen scheißegal, was ich glaube. Es ist vollkommen egal, ob es rauskommen wird oder nicht. Vielleicht muss man da so ein bisschen Resilienz wachsen lassen und sagen, weißt du was, wenn es passiert, dann passiert's. Und wenn es nicht passiert, dann passiert's halt nicht. Ja, und gut ist. So, wir machen aber jetzt gleich weiter, weil ich lasse mich trotzdem darauf ein, dass wir einmal drüber nachdenken, was wäre wenn. Was ist denn das hier jetzt? Mehr Türme wurden aktiviert. Ich habe keine Ahnung, wo, was, wie, aber nicht jetzt. So, reaktive Zone. Heißt das hier eigentlich immer... Nee, das ist relevant für die, ja, okay, das ist relevant für diese Gesamt, für diesen Gesamterfolg. Aber wo ist der? Den kann man hier nicht sehen, ne? Den sieht man nur, wenn man auf die globale Karte geht. Hier, diesen regionaler Fortschritt, das meine ich. Okay, regionaler Fortschritt, dafür ist das. Also, das ist reaktive Zone. Sattel hoch erforderlich. Wir haben da einen Sattel hoch. Wo ist denn der? Hier ist der Sattel hoch. Reaktive Zone. Flachland. Betonblöcke. Kleine Rohre. Übergroße Fracht. Jetzt müssen wir mal gucken.
Hier würden wir Stahlträger bekommen. Betonblöcke? Ich dachte, wir bekommen hier hinten auch Betonblöcke. Betonplatten bekommen wir hier. Nicht die Blöcke. Frachtcontainer, Flachland. Flachland. Okay, also hier. Es gibt nochmal Fundsachen. Also mehr Türme. Das muss doch jetzt mal erkenntlich sein, was man hier machen muss. Also, ich glaube, das hier war doch die Folgemission von diesem Teil hier oben irgendwo, oder? Aber ich muss doch wissen, mal wenigstens eine grobe Richtung, wo ich jetzt hier anfange. Mehr Türme. Hier steht nichts von einem anderen Gebiet. Erdrutsch zu befürchten sind. Also hier oben hatten wir ja diese eine Mission, wo dieses Forschungsteil hier hinten, glaube ich, hier irgendwo abgerutscht war. Also wir können ja nochmal in die reaktive Zone gehen. Ersten Standort. Uvero Hills. Verfolgung starten. Also mal so eine Grundrichtung. Das wäre doch das Minimum, oder? Ich weiß ja nicht mal, in welchem Gebiet ich anfangen soll. Ich kann ja jetzt nicht in vier Gebieten überall mit diesem seismischen seismischen Modul rumfummeln da. Ich könnte natürlich, warte mal, ich könnte eine Sache machen. Wir gehen mal hier kurz rein. Der kann das nicht individualisieren. Nein, der hat das nicht. Gucken wir noch mal hier. Werkstatt verlassen. Ah, okay. Jetzt steht's oben rechts. Da war ich mir nicht sicher. Alles klar. Gut, meine lieben Freunde, dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und dann werden wir hier, ich erinnere mich noch an eine Mission, da gab es über die Triangulation haben wir das versucht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht. Aber mal gucken, ich guck mir mal das Video an, mal schauen. Also, ich sag vielen Dank, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.